Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky-Video und einem weiteren Teil WhatsApp-Chats, die du dir niemals alleine um 3 Uhr nachts anschauen solltest. Tut es nicht, Leute! Definitiv nicht alleine mitten in der Nacht, weil sonst kriegt ihr kein Auge mehr zu. Und macht auf jeden Fall den Grandma-Check. Ich wünschte, ich könnte es wieder mal machen, aber ich kann es leider nicht. Nicht, weil ich meine Hände frei brauche, sondern, das ist noch nie passiert, ich weiß nicht, wo ich sie hingelegt habe. Wo habe ich die Grandma-Check-Decke gelassen? Also, ich habe ein Problem, Leute. Aber dafür hoffentlich ihr nicht. Aber okay, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach damit. Wenn ihr auch noch einen neuen TikTok-Teil wollt, ja, mit solchen Videos, die man sich niemals um 3 Uhr nachts anschauen sollte, bei 15.000 Daumen nach oben weiß ich Bescheid. Das soll ich als nächstes auch noch machen. Und schreibt mir eure Winter-Spooky-Stories in die Kommentare. Ist euch irgendwas Unheimliches mal an Weihnachten passiert? Zur Winterzeit? Irgendwas, was ihr euch nicht erklären könnt, dann immer her damit. Ich bin mal echt gespannt. Oder habt ihr vielleicht von irgendwas gehört? Lasst es mich wissen. Und ja, wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, let's go. Wusch. Ich komme jetzt auch schon zum ersten Chat. Okay, wie gruselig ist das? Ich penne nun bei Jana. Was denn? Und jetzt kommt ein mega langer Text. Okay, das scheint wohl die Erklärung zu sein. Was ist ihm oder ihr Gruseliges passiert? Wir sind ja in den Urlaub gefahren und nach Stunden dann endlich im Hotel angekommen. Wir haben alle einzelne Zimmer. Jana, ich, Lennart und meine Eltern. Alle, wirklich alle, haben ihre Zimmer im 14. Stock. Und nur ich im 13. Okay, das ist gruselig. Das ist so gruselig. Ey, wenn alle anderen auf einer Etage sind und du hast die Karte und bist ganz woanders. Oh, ey, es ist so ätzend. Aber es geht noch weiter. Erstmal war das total komisch, aber da hört es noch nicht auf. Denn ich habe das Zimmer Nummer 13 bekommen. Zimmer Nummer 13 im 13. Stock? Und als ich im Stockwerk nachschauen wollte, waren alle Zimmer außer meins mit Plastikfolie behängt und eine verdammte Baustelle. Als ob ich da schlafe. Seit wann gibt es ein Hotel mit einem 13. Stock? Das habe ich mich auch gefragt. Aber Leute, jetzt kommt dieses Bild. Und das zeigt einfach mal, dass es einen 13. Stock gibt. Also ja, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig, Mann. Ah! Das Hotel ist auf jeden Fall verflucht, glaube ich. Ich weiß nicht, wo die Person da ist, aber mir ist aufgefallen, dass in den USA es tatsächlich keinen 13. Stock gibt. Und ja, dass es dort einen 13. Stock gibt. Und noch ein Zimmer mit der Zahl 13 ist sehr mysteriös und spooky, Leute. Wirklich jetzt. Würdet ihr euch trauen, dort alleine in dem Stockwerk zu schlafen, im 13. Zimmer, alles andere ist eine Baustelle und verklebt und alles. Es gibt nur euer Zimmer im Prinzip. Würdet ihr es euch trauen? Dann postet mal jetzt ein Geister-Emoji in die Kommentare. Meine Schwester verhält sich irgendwie total merkwürdig. Seit gestern ist sie auch richtig gemein zu mir. Okay, was ist passiert? Hast du dich mit ihr gestritten? Nein, eben nicht. Aber ich habe so eine Vermutung, aber ich glaube, du denkst, ich spinne. Hä? Erzähl doch. Okay, ich bin jetzt wirklich gespannt, weil jetzt kommt wieder ein mega langer Text. Und ich will wissen, was los ist. Wenn es kein Streit ist, was ist es dann? Also, Oma ist vor nicht allzu langer Zeit von uns gegangen und sie hatte eine alte Puppe. Fängt ja richtig gut an. Die wirklich immer bei ihr war. Normalerweise mochte Lotti noch nie Puppen und bestand dann plötzlich darauf, unbedingt aber diese Puppe zu bekommen. Sie durfte auf gar keinen Fall weggeschmissen werden. Doch seitdem ist sie aber wie ausgetauscht. Okay, das ist richtig Gänsehaut jetzt gerade. Oh mein Gott, stellt euch das mal vor. Wie? Vielleicht hängen sie einfach an eurer Oma. Könnte sein. Und deswegen ist sie auch so. Also ich meine, wenn man sehr an einen geliebten Menschen hängt, dann kann man sich auch merkwürdig verhalten und sich verändern komplett, weil man das Ganze in sich hineinfrisst. Das dachte ich auch erst. Aber nur in Gegenwart dieser Puppe ist sie so. Und sie wäre niemals so gemein zu mir gewesen. Die ist aber locker 100 Jahre alt und sie mochte die noch nie. Ich find's seltsam. Wenn man das so hört, dann denkt man schon nochmal drüber nach irgendwie. Also, ja. Ich weiß nicht. Meint ihr, es ist die Trauer oder liegt es doch an der Puppe? Die Puppe war immer sonst bei der Oma, soweit ich verstanden habe und hier nochmal lese. Und die Schwester mochte noch nie Puppen, wollte aber plötzlich diese Puppe haben. Und in Gegenwart dieser Puppe ist sie auch noch gemein zu ihrem Geschwisterteil. Und die war vorher nicht so. Das ist echt sehr komisch. Ich hätte auch Angst. Ich weiß nicht. Woran meint ihr, liegt es? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich habe Angst. Wovor? Seit Halloween sehe ich überall Clowns. Sie verfolgen mich. Wie? Ja, das ist kein Witz. Ich traue mich gar nicht mehr raus. Sie sind überall. Und da hört der Chat auf? Bitte was? Warum hört es da auf? Leute, das ist ein Cliffhanger. Ich weiß nicht, wie es jetzt ausgegangen ist und keine Ahnung, was da los ist, aber es macht mir Angst. Ich habe auch Gänsehaut hiervon. Weil stellt euch mal vor, ihr seht überall Clowns und ihr fühlt euch auch noch verfolgt davon seit Halloween.
Was ist, wenn du dir das auch nicht einbildest und das Ganze real ist? Wo seid ihr alle? Nachts ist es echt gruselig alleine in der Schule. Es ist 3:06 Uhr. Digga, was machst du in der Schule? Und dann kommt ein Bild von einem leeren Schulflur? Was machst du um diese Uhrzeit in der Schule? Geh sofort da raus. Das ist auch mein Gedanke gewesen. Was ist los, Alter? Was machst du in der Schule? Wer geht da auch freiwillig hin? Wieso, Frau? Hat doch gesagt, wir sollen alle heute um 3 Uhr in die Schule kommen. Um 3 Uhr nachts? Vielleicht meinte sie 15 Uhr oder so. Ja, ich habe mich auch gefragt, aber sie meinte, hier gibt es eine Abschiedsfeier für uns. Soll eine Überraschung sein. Also, ich glaube nicht, dass ein Lehrer um 3 Uhr nachts eine Abschiedsparty, Überraschungsabschiedsparty in der Schule veranstaltet. Da würde ich freiwillig nicht hingehen. Alter, da wäre ich schon so, nee, ein bisschen zu spooky. Davon weiß ich nichts, Maja. Wie hat sie dich denn kontaktiert? Mail? Check lieber nochmal und verschwinde da. Hä? Das ist ja gar nicht ihre E-Mail. Jemand hat sich als sie ausgegeben. Oh mein Gott, was soll ich tun? Renn raus! Entweder will ich jemand in richtig harte Probleme bringen, weil du irgendwie in die Schule gekommen bist mitten in der Nacht. Oder das Ganze ist echt sehr creepy. Wer war das? Wer hat die E-Mail rausgeschickt, wenn es nicht die Lehrerin war? Und wahrscheinlich hat nur die Person die E-Mail bekommen. Geht's noch gruseliger? Nee, ich wäre niemals komplett alleine in die Schule gegangen. Nein, danke! Wenn man einmal in der Nacht übernachtet in der Schule, ist schon sehr spooky, wenn man dann durch die Schulflure geht. Kennt ihr das? Hat jemand von euch auch schon mal in der Schule übernachtet? Da hat man schon Angst, aber komplett alleine, ohne die Klassenkameraden. Nein, Dämon, weiche von mir. Schule, weiche von mir. Tessa, bist du da? Ist echt dringend. Was los? Ich hätte sie gar nicht erst in die Hand nehmen sollen. Was laberst du? Red mal nicht so in Rätseln. Und jetzt kommt's. Okay, also ich war mit meiner Mom auf so einem Antiquitätenmarkt, weil sie für meine Omi so einen alten Bilderrahmen kaufen wollte. Ich bin da ein wenig herumgelaufen und habe mir so die Dinge, die rumstanden, angeschaut. Dann kam ich an einer Puppe vorbei, die richtig alt und irgendwie gruselig aussah. Hab sie kurz in die Hand genommen und dann auch wieder hingelegt. Okay, ich kann mir schon denken, dass das gar nicht gut endet. Hört einfach auf damit! Alte Puppen, nein! Nein, nein, nein! Lass sie da, wo der Pfeffer wächst, bitte, okay? Lass sie einfach an Ort und Stelle. Guckt sie vielleicht kurz an, aber dann geht einfach weiter. Und was soll damit sein? Genau diese Puppe hat mich nach Hause verfolgt. No joke, die liegt jetzt in meinem Zimmer und dann kommt ein Bild. Ah, wie gruselig sieht die denn aus? Also die sieht so aus wie frisch vom Antiquitätenmarkt. What the? Hat sie deine Mutter vielleicht gekauft? Nein, denn sie hat selber Angst vor alten Puppen. Ich würde sagen, ihr habt jetzt ein neues Familienmitglied. Tada! Die verfolgen dich schon freiwillig? Alter, dann hast du schon verloren. Direkt verloren. Die Person tut mir sowas von leid. Hallo, mach mal die Tür für mich auf. Und dann kommt so ein richtig böser Emoji. Und es ist auch noch Geisterstunde. Junge, wer bist du? Ah, da kommt ein Bild. Oh, was ist das denn? Mich hat der Weihnachtsmann geschickt. Wenn ich kommen soll, ist es zu spät. Was? Alter, ist das ein Elf on the Shelf? Oh mein Gott, ich krieg Angst. What the? Lass mich in Ruhe. Ich glaub nicht mal mehr an den Weihnachtsmann. Hat euer Haus die Nummer 27? Ich ruf die Polizei. Alter, der ist gruselig. Das ist der gruseligste Elf, den ich jemals gesehen habe. Bah. Das heißt, die Person wurde irgendwie mit einer fremden Nummer angeschrieben? Von so einem Elf und der Chef? Oh, bitte lass mich nicht von so einem angeschrieben werden. Ich hab schon Angst vor den anderen. Den brauche ich nicht auch noch. Hat auch irgendwie was von der Hexe. Ich habe Angst. Okay, kommen wir aber schon zum nächsten Chat, Leute. Ich hätte das nicht machen sollen. Ich bereue es so sehr. Was denn? Irgendwas passiert? Ja, ich habe vor einiger Zeit etwas über so gruselige Legenden gelesen. Und da war die Rede von einem Jungen, dessen Namen man nicht zur Geisterstunde dreimal rufen darf. So viel zum Thema Geisterstunde, Leute. Der Name stand da auf der Seite und ich habe es zum Spaß einfach ausprobiert. Und nun? Seitdem sehe ich ihn jede Nacht an meiner Bettkante sitzen. Oh mein Gott, das ist Gänsehaut! Ja, manchmal ist an Legenden wahrscheinlich doch was Echtes dran. Deswegen sollte man es lieber nicht machen. Warum hat die Person das gemacht, Alter? Wie wird sie ihn jetzt wieder los? Kann man den Fluch irgendwie wieder aufheben oder so? Easy, was soll ich tun? Was ist denn? Geht's um Lukas? Nein, ich war gerade im Badezimmer und habe mich fürs Bett fertig gemacht. Als ich Zähne geputzt habe und einmal als ich mein Gesicht gewaschen habe, habe ich komische Geräusche hinter dem Duschvorhang gehört. Irgendwas muss dahinter gewesen sein. Habt ihr da kein Fenster?
Nein, das ist doch neben dem Waschbecken. Das kann also nicht der Wind sein. Was war das dann? Irgendjemand ist da, aber ich weiß nicht wer. Schau bitte nicht nach und schließ dich lieber ein. Danke für diese tolle Freundschaft. Dankeschön. Endlich mal ein guter Tipp und jemand, der es glaubt. Und einen nicht direkt dorthin schickt, um nachzuschauen. Ja gut, das ist, glaube ich, die gruseligste Vorstellung ever, dass sich irgendjemand hinter einem Duschvorhang versteckt. Deswegen würde ich den niemals ausgebreitet lassen, sondern lieber schön an der Wand oder so und zusammengeknüllt. Weil dann siehst du auch immer, dass die Badewanne oder die Dusche leer ist und sich keiner dahinter versteckt. Okay, Leute, kommen wir jetzt auch schon zum letzten Chat. Mich ruft die ganze Zeit jemand an. Wer? Weißt du das? Nein, es ist nämlich immer so richtig feige mit anonym. Jemand sagt meinen Namen in so einer richtig tiefen Stimme, lacht und legt auf. Das geht schon die ganze Zeit so. Ich habe keinen Bock mehr. Gruselig. Kannst du das nicht irgendwie blockieren oder Flugmodus? Warte, es klingelt an der Tür. Kein Plan, wer das schon wieder ist, aber ich gehe eben. Oh mein Gott, geh nicht. Aber es wurde nicht mir zugestellt. Bitte nicht. Bitte sag mir nicht. Um 23 Uhr, ja? Da gehst du doch nicht noch ernsthaft alleine an die Tür und machst noch jemanden auf. Vor allem, wenn du auch die ganze Zeit anonym angerufen wirst. Nein. Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, das waren wieder mal genügend Chats, Leute. Und diesmal war es wirklich Gänsehaut wie sonst was. Ich weiß nicht, ob es mir so ging, aber euch bestimmt auch. Ich bin gespannt auf eure Stories, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch so, so da lieb.